Hallo, in diesem Video zeige ich dir Grundversuche zum Thema Elektrostatik. Ich gehe mal davon aus, dass schon bekannt ist, dass sich ungleichnamige Ladungen, also Plus und Minus, anziehen und gleichnamige Ladungen, Plus und Plus oder Minus und Minus, sich entsprechend abstoßen. Was ich hier vorbereitet habe, ist einmal ein Ball, der ist außen mit Graphit überzogen. Das ist praktisch eine dünne Metallschicht. Hier habe ich ein Elektroskop. Ein Elektroskop ist hier so ein Zeiger an einer Stange. Und wenn hier eine Ladung draufkommt, habe ich einen Ausschlag. Das heißt, ich habe hier eine Möglichkeit nachzuweisen, dass hier Ladung vorliegt. Beziehungsweise an dem Grad des Ausschlages kann ich auch festmachen, ob das jetzt mehr oder weniger Ladung ist, wenn ich da was vergleichen möchte. Dann habe ich hier einen Stab aus Plexiglas. Hier habe ich ein bisschen Watte und dieser Kumpane hier, das ist ein Hasenfell. Und ja, last but not least, das hier, muss ich mal ein bisschen näher halten, ist eine sogenannte Glimmlampe. Das heißt, hier sind so zwei Drähte, die sich nicht berühren. Hier ist ein Gas drin und dieses Gas kann dann entsprechend glimmen, also zum Leuchten angeregt werden. Und das ist etwas, was ich benutzen kann, um herauszufinden, ob ich positive oder negative Ladung habe, weil entsprechend die negative Seite ist die, die leuchtet. Ja, gut, dann ist natürlich noch wichtig zu wissen, die negativen Ladungsträger, das sind die, die sich bewegen können, die positiven sind fest. Und mit diesem Wissen starten wir auch schon. Ich nehme den Plexiglasstab und reibe ihn an dem Hasenfell. Und wenn ich jetzt an den Wattebausch gehe, sieht man, dass der hier von sich aus an dem Plexiglasstab haften bleibt. So, ich würde den zur Seite. Das ist übrigens auch das, was schon die Griechen gemacht haben. Die haben das entsprechend mit Bernstein gemacht und auch kleineren Fetzen. Daher kommt ja auch der Name Elektrizität, also das ist Elektron, das ist im Prinzip griechisch für Bernstein. So, dann schauen wir mal, was wir noch mit diesem Stab machen können. Wieder reiben und nun komme ich hier und man sieht, wie diese Kugel angezogen wird und kaum hat sie den Glasstab berührt. So wird sie angezogen und irgendwann auf einmal, zack, wird sie abgestoßen. Mal gucken, ob das nochmal klappt. Na jetzt gut, jetzt wackelst du zu dolle. Also erstmal Anziehung und dann Abstoßung. Gut. Hier hat man halt sehr schön gesehen, die Anziehung kommt
obwohl diese Kugel erstmal nicht geladen ist, durch einen Effekt, den es sich Influenz nennt. Das heißt, ja, jetzt kommt eigentlich die Frage, wie ist denn der eigentlich geladen? Das müssen wir jetzt auch gleich nochmal rausfinden. Diese Kugel, je nachdem, wenn der positiv ist, wandern alle Elektronen sozusagen auf die von dir aus gesehen linke Seite. Wenn der negativ wäre, würden die Elektronen alle auf die von dir aus gesehen rechte Seite wandern. Und dadurch ist der auf beiden Seiten unterschiedlich geladen. Und dadurch kommt es halt zu dieser Anziehung. Jetzt müssen wir aber erstmal rauskriegen, wie der Kumpane hier geladen ist. Und da nehmen wir jetzt die beiden hier, also das Elektroskop und die Glimmlampe zur Hilfe. Ich lade ihn wieder auf durch Reiben und hier sieht man wieder die Influenz. Ich habe das Ganze noch nicht berührt und schon habe ich einen Ausschlag. Mit etwas Glück bleibt auch die Ladung da drauf. Ich will halt das Ding ordentlich, also das Elektroskop ordentlich aufgeladen haben. Damit, wenn ich jetzt mit meiner Glimmlampe komme, ich weiß nicht, ob man es auf einem Video gesehen hat, die untere Seite hat geleuchtet. Ich hatte eben gesagt, die negative Seite ist die Seite, die leuchtet. Das heißt, es war negativ geladen. Und da ich mit dem Plexiglasstab das Ganze aufgeladen habe, war offensichtlich der Plexiglasstab negativ. Also können wir hier nochmal zurückkommen. Das Ganze wird angezogen, weil die Negativen hier auf die von dir aus gesehen rechte Seite geschoben werden. Das heißt, das Ding ist hier negativ, hier positiv, positiv und negativ zieht sich an. Daher erstmal die Anziehung. Wenn allerdings die negativen Ladungen hier übergehen und das Ganze den ganzen Ball negativ machen, ist das hier negativ und dann hat man Abstoßung. Ja. Soweit so gut zu den Grundversuchen zur Elektrostatik.